Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary, ne? Ich habe mein Versprechen wahr gemacht, ich habe meine Monster trainiert, ich habe mir sogar ein neues Monster angeschafft, nämlich diesen Drachen. Wenn man den großen Drachen besiegt, kriegt man übrigens das Entwicklungsitem, um aus dem kleinen den großen zu machen. Ich habe mir noch einen Cthulhu geholt. Ich habe ihn sogar Cthulhu genannt. Und ich habe auch schon ein paar Skillpunkte vergeben. Bei Sven habe ich mir kritische Buffs geholt. Und hier irgendeine Windfähigkeit noch verstärkt. Ich erhöhe jetzt diesmal auch seine Verteidigung. Also ich gebe ihm Mana-Stabilität. Bei Yannick habe ich die heilende Welle noch dazu geholt. Aber bei ihm würde ich jetzt gerne noch zusätzlich die verbesserte Version des Wiederbelebens holen. Sunny hat Uwut bekommen. Für jeden alternden Status kriegt er jetzt nochmal mehr Power. Ich würde gerne die Eissperrsalve auch noch verstärken, dass die ein bisschen mehr Schaden macht. Obwohl der Eissturm Stufe 2 auch. Ach, Stufe 2, Stufe 3 auch nicht schlecht wäre. Multifrost wäre auch noch gut, weil Frost macht ja, dass meine Crit-Chance höher ist. Ich hole mir aber die Eissperre, weil die müssen wirklich stärker werden. Und Zip hat Kombo-Starter, dass wenn er mit der Kombo selber anfängt, dass die mega stark wird. Also er muss den Angriff starten, außer ich mache den ersten Verstärker von Sven. Der bringt mir tatsächlich mehr, als wenn ich das so rummache. So, und ich würde mir jetzt hier noch den besseren Säuresturm holen, bei dem brauche ich hauptsächlich. So, ich habe auch schon die Ausrüstung verbessert, also ich habe ihn den Bogen geholt, den Zani, und den auch schon stark verbessert. Abgesehen von dem Drachen Maxi sind alle auch verschoben, also Sven und Zeike zu Dunkelheit. Der Rest zu Licht. Es gibt einen Grund, dass ich Maxi nicht verschoben habe, weil ich habe ein Item in meinem Inventar gesehen. Graue Perle, das kann ich nur bei Monstern benutzen, die nicht verschoben sind. Aber das verstärkt alle Werte. Ich denke mal, dass wir jetzt eigentlich mittlerweile stark genug sein müssten, um diesen Alchemisten zu recken. Ich habe erst die Hälfte meines Teams auf Level 31. Ich glaube, ich habe damit 3 Level-Ups jetzt gemacht. Und mich beschämt es, als ich gesehen habe, dass deren Level nicht so extrem hoch ist. Ja, das Gespräch überspringen wir. Die waren nur Level 26. So, ich weiß ja, dass der Imori und die Magna-Motte schlimm sind. Das Auge muss auch sofort weg. Ich mache jetzt erstmal mein Basic-Team zum Start. Damit Sven alle verstärken kann, weil ich die auf jeden Fall verstärkt haben will. Werde aber Sven in der zweiten Runde direkt auswechseln. So. Und ich gehe jetzt diesmal direkt von Anfang an auf Sporenwolke. Weil mit Glück kriege ich Schwäche auf die drauf, ja. Das Auge ist auf jeden Fall etwas, das weg muss. Deren Auge, nicht meins. Zip muss bis zu den letzten dreien auf jeden Fall überleben, sonst habe ich überhaupt keine Chance. So, Sven wird jetzt ausgetauscht. Und zwar gegen Psycho, weil er kann Zip beschützen. Jetzt mache ich den Säuresturm. Und jetzt kann ich endlich den Eissturm machen. Ich habe nur Stufe 2. Dann gleich die Eissperrsalve. Jawohl, alle drei gleichzeitig Frost. Komm, verreck! Nein! Ihr habt ein klitzekleines Stück übrig. Ich habe die mega geboostet, die Viecher. Ich habe vor allem die Ausrüstung richtig stark gelevelt.
kann übrigens nirgendwo einen Kombo-Trank tatsächlich kaufen. Das geht nicht. So, Sip ist jetzt eh fast tot. Der gegnerische Sip. Der sogar Licht verschoben ist. Ist der vergiftet, der komische Vogel? Der hat Schock und Gift, der ist auch nächste Runde RIP. Also kann ich die Speere ruhig auf den vorderen sammeln. Erstmal Sicherheit. Obwohl, du heilst bitte Sip. Ich darf ihn auf keinen Fall verlieren. So, und die sind eh beide tot. Okay, ich habe damit die Hälfte seines Teams schon mal ausgerottet. Es tut mir übrigens leid, wenn heute keine zwei Videos kommen. Ich war gestern sehr, sehr lange wach. Allein das Video hier kommt super spät. Es tut mir einfach leid. So, ich muss jetzt alles tun, damit Sip am Leben bleibt. Weil Sunny ist schon tot. So, ich nutze jetzt Maxi, weil der ist so gesehen ein Tank. So, und wir haben ja schon gelernt, die Motte muss auf jeden Fall weg. So. Ich mach gleich das. Erstmal Sip wieder heilen. Er muss auf jeden Fall einer der letzten sein. Also einer der drei. So, und jetzt mal schmieden, weil das bringt sehr viel Rüstung. Bringt mir auch noch Ruhm. Wodurch die Crit-Sachen mehr reinhauen. Er kann aber leider halt auch den Schild. Die Fähigkeit demoralisieren wäre für Sip auch noch richtig gut. Weil dann kann er diese Schilde massiv weghauen. So, jetzt machst du bitte, obwohl erst Sip. Erstmal den Säuresturm. So. So. Psycho darf sich ruhig opfern, damit Sip keinen Schaden kriegt. Jetzt müsste ich eigentlich alles auf einen Gegner sammeln. Damit ich einen loswerde. Die Raupe bzw. die Motte muss halt unbedingt weg. Die ist mega stark. So, und dafür habe ich Psycho jetzt benutzt. Um sich für Sip zu opfern. So, und ich habe es geschafft. Sip ist unter den letzten drei Monstern. Das heißt, dass ich sowohl ihn als auch Sven stets wiederbeleben kann. Das ist mega gut. Und die Motte bin ich jetzt auch los, weil die ist ein Damage-Dealer. Und zwar ein richtig starker. So, einmal Lebenskanalisierung und dann muss ich Sip heilen. Ich habe mich auf diesen Kampf vorbereitet. Weil ich wollte nicht nochmal so extrem verlieren wie letztes Mal. Da habe ich nur verloren, weil Sip gestorben ist. Das habt ihr sogar in den Kommentaren erwähnt. Kaum stirbt eins meiner Hauptmonster, bin ich geliefert. Keine Sorge, dafür habe ich Yannick. Akadari rettet mich mal wieder. Ich glaube, Kraft haben die mir rausgehauen. So. Und jetzt muss ich auf den Mori gehen. Der Golem, der ist keinerlei Gefahr. Die Echse ist das Schlimme. Der hat kaum Kraft. Das ist ein Defender. Wenn der alleine ist, dann ist der geliefert. So. Immer noch auf Sporenwolke. Jetzt macht er Lebenswelle. Heilt alle damit. Ich habe die nicht ohne Grund verbessert.
Und jetzt machst du einmal Teamplay, weil wenn ich Sven einmal reinhauen lasse, dann mit seiner ganzen Kraft. Und das darf er dann gleich auch in den Golem reinsemmeln. Sven ist halt nach wie vor der Combo-King. Ich habe übrigens gesehen, dass es noch ein weiteres Gebiet gibt, weil ich bin einmal über die ganze Map gelaufen. Und ich habe sogar noch gesehen, dass wir einen weiteren Boss vor uns haben. Im Eisgebiet muss ich nochmal hin. So, die Sporenwolke. Ich will halt wirklich den Mori zuerst loswerden. So heißt die Echse doch, meine ich. So, du bist fürs Heilen zuständig. Das macht halt so rum wirklich mehr Schaden. So, und jetzt der ultimative Federsturm. Der dem Golem fast auseinander nimmt. Der Golem müsste mit der nächsten Runde eigentlich tot sein. Also lasse ich Sip jetzt komplett sich auf die Echse konzentrieren und Sven geht so lange den Golem. Weil so viel Schaden mache ich den damit nicht. So. Du heilst. Yannick ist unser Heiler. Er hält uns hoch, weil wir kriegen sehr viel Schaden nebenbei. Und jetzt weg mit dir. Ist halt alles durchplant, was ich hier mache. So. Ich wünschte, Sip hätte auch diese Fähigkeit Urwut. Weil er hat ja auch Altern. Oh, wie gut ich dem jetzt reinhau. Tschüss. Boah, gut, dass ich gegrindet habe. Selbst so war es noch eng. Eine Beutekiste. Ihr mögt stark sein, aber das spielt keine Rolle. Ihr könnt den Orden der Alchemisten nicht aufhalten. Das kann keiner. Ich glaube, das können wir sehr wohl. Wir müssen euch nur alle besiegen und verhindern, dass ihr die Zuflucht übernimmt. Wir wissen schon von eurem Anführer. Er heißt Marduk, nicht wahr? Ihr wisst gar nichts. Marduk ist kein gewöhnlicher Mann. Er ist es, der den Orden die vergangenen Jahrhunderte am Leben erhalten hat. Er hat mich und die anderen jungen Hüter rekrutiert. Manche von uns folgen ihm einfach, weil ihnen Macht versprochen wurde. Ich aber habe mich in die wundersame Welt der Alchemie verliebt. Wer gegen unseren Orden und Mardu kämpft, der kämpft auch gegen die Alchemie und gegen alles, was sie für diese Welt tun könnte. Das muss nicht so sein, Rasis. Auch wenn die Alchemisten heimlich in die Zuflucht eingedrungen waren, wurde ihnen doch erlaubt zu bleiben. Weil die Zuflucht ein Zuhause für alle ist, die keinen Platz mehr in der alten Welt haben, ob Monster oder Menschen. Es muss keinen Krieg geben zwischen Hütern und Alchemisten. Oder zwischen der Zuflucht und der alten Welt. Nicht genug Platz für alle. Das verspreche ich dir als Spektralbegleiter der Zuflucht. Vielleicht hast du recht. Vielleicht können wir einen Krieg verhindern. Dann müsstet ihr allerdings Marduk finden und aufhalten. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Wenn ihr mir versprichst, dass ich weiter in der Alchemie hingehen darf. Und ich werde dir dafür versprechen, dass ich den Alchemisten, die auf Marduks Seite stehen, nicht länger helfen werde. Wenn du mir ein Versprechen einhältst, sehe ich kein Problem darin, dass du dich weiterhin der Alchemie widmest. Dann ist es abgemacht. Hey, pass auf! Da ist ein anderer Alchemist! Keine Sorge, Will. Er ist nicht wie die anderen. Er wird uns dabei helfen, Marduk aufzuhalten. Um die Alchemie in der Zuflucht am Leben zu halten, ja. Ich bringe auch gerne anderem bei, was ich weiß. Oh, interessant. Nach dem, was ich gelesen habe, könnte die Alchemie eine große Bereicherung für unsere Zuflucht sein. Du bist der Spektralhüter, der seinen Begleiter verloren hat, oder? Ich möchte mich dafür entschuldigen. Es war mein Elixier, das es scheinbar erlaubt hat, deinen Vertrauten zu stehlen. Wie du weißt, sind die Spektralbegleiter jeweils an eine bestimmte Blutlinie gebunden.
Man in Elixir erlaubt es denjenigen, der es trinkt, seine eigene Blutlinie zu verschleiern und eine andere Blutlinie vorzutäuschen. Ich fürchte, die anderen Alchemisten haben noch ein paar Fläschchen meines Elixiers übrig. Der tatsächliche Diebstahl von Monstern ist an Hüterduelle gebunden. Um den Diebstahl deines Begleiters rückgängig zu machen, muss Scheimes in einem weiteren Hüterduell besiegt werden. Das ist alles. Gut zu wissen. Ich danke dir zumindest dafür. Aber warum versucht dein Orden, Spektralbegleiter zu stehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass Marduk alle Spektralbegleiter braucht. Sie sind einer der wichtigsten Bestandteile seines Plans. Marduk ist allerdings sehr diskret. Er lässt keinen von uns mehr wissen, was unbedingt nötig ist. Ich kann dir auch nicht sagen, wo sich Marduk momentan versteckt. Es ist Jahrzehnte her, dass ich zuletzt persönlich mit ihm gesprochen habe. Wir glauben, dass wir die Zufluchtsmarken finden müssen. Kannst du uns dabei helfen? Ich weiß, dass es eine Zufluchtsmarke in der Magmakammer gibt. Sie befindet sich in einer der tiefer liegenden Räume der Magmakammer. Die Marke wird von einem wilden Wächter beschützt. Ein stolzes Kriegermonster mit der Wildheit eines Dämons. Ich habe es eine Weile beobachtet. Deswegen weiß ich, dass ich nach nichts mehr sehen, als nach dem Kampf gegen Monster, die es besiegen können. Oh, einer von uns muss derjenige sein, dessen Monster den Wächter besiegen können. Ich mache hier mal ein kleines Päuschen, aber du kannst ruhig schon weitergehen. Okay, ich will jetzt wissen, was hinter dir ist. Kleine Monster, die ich jetzt hoffentlich nicht bekämpfe. Und eine riesige Kammer, wo ich den ganzen Weg mal hochklettern muss. Die Stelle sah für mich so verdächtig aus. Im Übrigen, der Drache ist auch nützlich, wenn es ums Fliegen geht. Das kann ich auch mal vorführen. Mit den Drachen kann man nämlich ein bisschen aufwärts fliegen. Ich komme mit dem höher als mit den anderen. So, und jetzt habe ich hier einen Durchgang geöffnet. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich erwähne es noch mal, falls nicht. Bei meiner Geschichte, die ich schreibe, ist ein neues Kapitel raus. Also dafür war ich jetzt so lange wach geblieben. Deswegen auch höchstwahrscheinlich heute keine zweite Folge von Sanctuary kommt. Ja, ich liebe dich, mein kleiner Drache. Mein großer Drache. Dadurch komme ich da oben dran. Ich will auch wissen, was hier unten ist. Also ich muss hier in dem Gebiet wahrscheinlich sowieso den nächsten Boss suchen. Wisst ihr was? Ich stelle mich mal hier hin und hier machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!